Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe der Sammlungsreactions. Wie ihr es an meiner Stimme vielleicht merkt, bin ich noch ein kleines bisschen angeschlagen mal wieder. Diesen Herbst, Winter ist echt Katastrophe mit dem Kranksein. Nichtsdestotrotz machen wir heute weiter mit den nächsten Sammlungsreactions. So, wir haben noch einige vor uns und ich habe mittlerweile auch noch mal einige Sammlungsbilder bekommen von euch auf meine E-Mail-Adresse. Aber ich muss jetzt so langsam mal sagen, hey, wir stoppen die Aufnahme jetzt. Das heißt, alle Leute, die mir jetzt noch Sammlungen schicken, die werde ich vermutlich erstmal nicht berücksichtigen. Das werde ich. Ich werde quasi alle die mir jetzt was geschickt haben, bis zu diesem Zeitpunkt hier heute, die werde ich halt noch machen, ne, ganz klar. Alles, was jetzt danach kommt, werde ich wahrscheinlich erstmal nicht machen. Vielleicht irgendwann später, ich weiß auch nicht, ob überhaupt was kommt. Deswegen schickt mir bitte erstmal nichts mehr. Wenn wir irgendwann noch eine zweite Staffel, in Anführungszeichen, davon machen, dann werde ich euch das wissen lassen und dann sehen wir weiter. Aber erstmal, glaube ich, reicht es dann mal. Ne? Wir haben jetzt hier allein auf meinem Computer sind es schon 56 Sammlungen insgesamt. Wir sind erst bei 41 jetzt und ich habe immer in meinem E-Mail-Postfach auch noch einige. Deswegen, wie gesagt, Es wird noch einiges kommen, aber bitte erstmal nichts mehr schicken. Dann, letzte Woche ist das Video ausgefallen, wie gerade eben schon gesagt, ihr hört es an meiner Stimme, ich bin immer noch ein kleines bisschen angeschlagen, trotzdem wollte ich jetzt mal hier weitermachen. Und ich hoffe, falls ich mal einen Räusperer drin lasse und den nicht rausschneide, dann seht es mir nach, dann habe ich ihn einfach übersehen. Gut, wir starten jetzt. Ja, Hauptsache, ich habe gerade eben gesagt, ihr seht ja, wie viele das sind und ich hatte das Bild noch gar nicht umgeschaltet. Wir starten mit dem guten Christian von RetroPlays. Ne? RetroPlays kennt ihr. Mittlerweile ist die Seite, die ich auch selber nutze, um Spiele zu kategorisieren und katalogisieren und sowas alles. Könnt ihr kaufen, machen und tun. Und der gute Christian hat gefragt, hey, kann ich nicht auch damit machen? Ja, selbstverständlich. Da kann jeder quasi mitmachen. Und er hat mir auch einige Sachen dazu geschrieben. Denn er hat mir Videos geschickt, keine Fotos. Und ich hoffe, der Hund legt sich jetzt gleich mal da im Hintergrund hin. Die ganze Zeit das Getapse geht mir auf den Keks. Er hat mir zu den einzelnen Videos mit den Nummern, da hat er mir Beschreibungen dazu geschickt. Ich werde die jetzt am Anfang vorlesen, damit wir wissen, was uns erwartet. Und im Notfall später nochmal darauf zurückkommen. Ich möchte das aber erstmal einmal alles vorgelesen haben. Zum ersten Video 2137. Der Gameboy war mein erstes eigenes Videospielsystem. Die Liebe blieb bis heute erhalten. Deshalb habe ich einen original japanischen Gameboy in der Sammlung und einiges an Spielen. Meine Lieblinge sind in Acrylcases sicher verwahrt. Okay, da bin ich sehr gespannt. Die dann gezeigten GG, Gameboy Games Aless 3 Box ist etwas ganz Besonderes. Sie wurde von M2 in 2020 produziert, passende zur PS4 Nintendo Switch Aless Collection. Ah, okay. Das Spiel gibt es aber nicht als Game Gear Modul. Game Gear, weißt du, okay, jetzt habe ich es verstanden. Game Gear Modul. Nur die Box. Ganz schön daneben ist ein 3-Minuten Game Gear Spiel in 2023 veröffentlicht. Weiter geht's mit ein paar Limited Run Games Collectors Boxen für Switch. Ich liebe die Switch. Weiter dann mit Mega Drive Japan Games. Mein besonderer Liebling Glaylancer steht in alle drei Auflagen 92, 2020 und 2022 in der Sammlung. Auch für PC Engine und DC sammle ich. Ich habe ein Fullset aller erschienenen Dreamcast Shoot'em Ups, okay. Inklusive späterer Indie Releases. Alle Factory Sealed. Ah, krass, ey. Normale Switch-Games sammle ich auch, wobei ich da einige Lücken habe. Ein To the Moon ist ein Highlight in meiner Sammlung, da ich es noch zu einem recht normalen Preis ergattern konnte. Und ich liebe das Spiel. PS2-Games gibt es natürlich auch ein paar und Mega-CD in der Regel japanisch und actionlastig. Wir machen das anders. Wir gucken uns jetzt erstmal das Video, was er jetzt quasi gerade beschrieben hat, dazu an. Und dann gucken wir mal, was da so abgeht. Ne? Tja. So. Da sehen wir das alles. Okay. Da sind die Cases. Wir können ja hier mal kurz pausieren. So, Alter, das ist natürlich krass. Ne? Mit diesen Cases drumherum finde ich mega gut. Und wenn dieser Hund sich jetzt nicht gleich hinlegt, warum legt sich dann jetzt? Jetzt guckt er mich an. Seht ihr das? Da steht er. Da hinten ist sein Kissen. Alter, naja, egal. Gameboy Japan Module ist ja etwas, was ich gar nicht so auf dem Schirm habe, wie das überhaupt aussieht und was es da alles so gibt. Das ist ja richtig abgefahren. Hier oben sehen wir auch Metroid, Return of Samus, also Metroid 2 ist das dann ja, glaube ich. Ne?
ein R-Type. Für Game Boy Color ist das aber dann. Okay, crazy shit. Wir gucken mal weiter, was hier noch kommt. Da sehen wir hier rechts. Okay, das sind dann wahrscheinlich. Ah, das sind die Aleste-Spiele. Aleste sagt mir auch tatsächlich leider gar nichts. Ist etwas, was ich gar nicht zuordnen kann, was das überhaupt sein soll. Und dann hier diese ganzen Japan-Dinger. Krass, krasser Kram, ey. Ah, okay, und hier sehen wir ein paar Collectors-Editionen, ne, von den Limited Run-Sachen. Ist das dann, glaube ich, was du geschrieben hast? Oben sehen wir dann jetzt noch ein paar Nintendo-Spiele und sowas. Okay, aber ganz viel japanischen Kram, ne? Das heißt, du sammelst wirklich das, ich sage jetzt mal ganz blöd, das Original-Original, ne? Das, ja. Ist auf jeden Fall auch eine Art zu sammeln, definitiv. Guck mal, Jesus. Okay. Okay, einige von den Figürchen habe ich ja selbst. Die sieht man ja auch in meiner Sammlung manchmal hinten rumstehen. So. Ich weiß gar nicht, ist hier Ton bei dem Video mit bei? Wenn, dann ganz minimal. Ich glaube aber kein Kommentar. Playlancer, okay, da hast du es ja gerade gezeigt. Krass, und was ist das jetzt alles? CD-ROM. Alter, okay. Crazy shit, muss ich sagen. Das ist ja, wie gesagt, so zu diesen ganzen japanischen Sachen. Ich kann halt wirklich nichts dazu sagen. Dreamcast Border Down, okay. Was? Jo, da kommen einige Switch-Spiele. Sehr cool. Übrigens, die Switch, ne, wie du schon geschrieben hast, eine super Konsole. Ich sammle unfassbar gerne dafür auch. Blazing Chrome. ich sammle unfassbar gerne auch für die Switch. Da gibt es auch so viele coole Titel, die halt optimal für die Switch sind, wie zum Beispiel in To the Moon. Da bin ich auch echt immer noch froh, dass ich das als Collector's Edition sogar da hinten stehen habe und sogar noch OVP, das ganze Ding. Das ist wirklich ein cooles Teil. Ich habe ja To the Moon schon auf verschiedenen Systemen durchgespielt, deswegen passt das schon, dass ich das zulasse, das Teil. Okay, ein R-Type Final habe ich auch mir letztens mal auf die Wunschliste gepackt, solche Sachen, weil das kann man auch immer mal irgendwie machen. Gerade R-Type, ne, sind halt coole Shoot'em-Ups. Okay, und das hier unten sind Spieleberater und sowas alles. Ja, sehr schön. Haben wir schon mal das erste fertig. Dann gucken wir das zweite. PlayStation 1 ist auch vertreten. Pulley Snouts, okay, ein etwas unbekannterer Titel von Hideo Kojima, den man dank Translation nun auch auf Englisch genießen kann. Achso, vorher dann komplett auf Japanisch wahrscheinlich. Medal of Honor ist einer der wenigen Ego-Shooter, die ich gern gespielt habe. Okay, das ist dann dieses Video hier. Geht auch nicht ganz so lange. Pulley Snouts, da haben wir es ja, okay. Sagt mir auch nichts, das ist ja absolut krank, ey. Ich meine, klar, wenn man sich auf so bestimmte Sachen spezialisiert, ne, und dann sich mit diesem Thema befasst und da so explizit sammelt, wie du jetzt diese ganzen japanischen Sachen. Das hat natürlich auch immer irgendwie was. Bei mir wäre das, glaube ich, allein schon, ich wüsste jetzt gar nicht, wenn ich mir das angucke, ich wüsste gar nicht mehr, was ist. Wenn man sich hier mal diese, klar, hier Battle of Honor und sowas kann man lesen, klar, Silent Hill und sowas alles. Aber hier, ne, R-Type, dann ist daneben was, wo nur japanische Schriftzeichen drauf sind, keine Ahnung. Dann haben wir hier The Fireman 2 mit chinesischen Schriftzeichen. Da hinten sind ganz viele chinesische Schriftzeichen. Oder ja, japanische, sorry, nicht chinesisch. Was sage ich denn hier die ganze Zeit? Ne, deswegen da, oh Junge, ey, nicht schlecht, ey. Würde mich mal interessieren, sind die Dinger auch bei Retro Plays so drin? Als japanische Version? Wäre mal interessant. Dann, ich liebe Bücher zu Videospielen. Sammlerkatalog, Artbooks, Nachschlagewerke. Hier ein Auszug davon. Okay. Ja, kurz im Überblick. Ich würde sagen, wir pausieren das mal ganz kurz. Dann können wir es ein bisschen erkennen. Rechts sehen wir auch noch eine OVP von der Dreamcast. Unten diese Donkey Kong Bongos, die sind auch ziemlich cool. Und jede Menge Literatur. Ich finde das auch immer sehr cool. Ein Kumpel von mir, Grüße gehen raus an Matthias, der hat auch einige Bücher zu Spielen und zu Videospielgeschichte und sowas. Der hat unter anderem ein Buch, das geht nur um JRPGs. Da ist alles drin. Auf Englisch ist es wohl leider. Von den, weiß ich nicht, wann das gestartet ist, bis zu den heutigen Spielen ist da alles mit dabei. Das ist richtig cool, das Teil. Ist auch so ein Wälzer. Also ist auf jeden Fall etwas, was man, wenn man sowas mag, solche Bücher auch, denke ich mal, haben sollte. Ich selber habe ja nur ein paar Bücher hier, weil ich jetzt auch nicht so den riesen Platz noch dafür aufopfern möchte. Aber grundsätzlich, so Videospielliteratur ist auch immer eine sehr coole Sache.
So, das nächste Video 22140 Gameworks Volume 1 beinhaltet eine Dreamcast GD mit 6 Klassikern von Yu Suzuki Outrun Space Harrier. Okay, Junge, das ist ja auch alles abgefahrener Kram hier. Okay. Gut, das ist also auch ein Buch oder was ist das jetzt? Gameworks Volume 1. Eine Dreamcast GD, was ist denn GD? Junge Christian, sprich doch bitte Deutsch mit mir und nicht dieses Sammlerfachchinesisch da. Blicke ich doch gar nicht durch, ey. Okay, gut. Gerne dazu ein bisschen Info von dir noch in die Kommentare hier unter dieses Video, damit wir da ein bisschen besser durchblicken. Dann haben wir 2141 Electronic Plastic. Ist ein ziemlich seltenes Nachschlagewerk zu Handheld-Konsolen Pre-Gameboy-Area. Okay. Pixelbuch. Ich könnte mir gut vorstellen, dass du das eben genannte Buch, was ich da gesagt habe, auch in deiner Sammlung hast. Ne? Electronic Plastic. Okay, das sind ja so ganz, ganz alte Teile, wie jetzt, was hier vorne drauf zu sehen. Das finde ich auch immer mega interessant. Ich hatte früher in meiner Kindheit auch das ein oder andere von diesen, ne, ich meine, das sowas jetzt nicht wahrscheinlich, da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Sachen dann da drauf. Aber ich hatte halt auch immer so dieses typische Tennis-LCD-Spiel oder wie es dann früher hieß oder weiß ich nicht, was es dann noch alles für Sachen gab. Ne? Das war schon sehr cool, immer sowas. Dann haben wir immer einsatzbereit die wichtigsten Controller müssten jetzt kommen. Stimmt das? Nee, habe ich jetzt hier was übersprungen? 2143. Das ist in 212. Ach da! 2142, ein paar wenige Figuren habe ich auch hier zu sehen. Der R-Type Raumer und der Vic Viper von Gradius. Ja, geil. Das ist ja, Junge, den, was denn den her? Den muss ich aber auch noch haben, unbedingt. Ihr wisst es ja, ich bin auch ein großer R-Type-Fan. Ich habe eben gesehen, du hast auch diese von 8-Bit, oder wie heißt dieses Ding, wo sie dann vor einigen Jahren nochmal ein Super Nintendo-Spiel rausgebracht haben, von R-Type. Da ist, glaube ich, Super R-Type und noch irgendein Teil drauf. Und den habe ich auch, diese Box, die habe ich bei dir gesehen. Deswegen dieses Ding, das... Schreib mir bitte mal, wo du das her hast, was es kostet und ob es das noch gibt. Das wäre... interessant zu wissen. Ja, nicht schlecht, ey. Okay, jetzt aber 2143, alle Controller immer einsatzbereit in den, auf den, wie heißen sie noch, diese Figürchen hier? Ja, ganz genau. Heißen sie denn noch? Cable Guys heißen sie, glaube ich, ne? Die dann so die Controller halten. Habe ich, glaube ich, gar keinen hier. Ist das richtig? Ja, das letzten Endes auch egal. Okay, wir sehen hier einen Super Nintendo Controller, aber... ich glaube, das ist für Super Famicom steht drauf, aber das könnte dann ein kabelloser sein. Ist das richtig? Gab ja früher dann, oder konnte man glaube ich später auch kaufen, diese, ne, dass man das so einstecken konnte. Oder hast du einfach die Kabel abgeschnitten, dass man die hier nicht sieht, weil hier sieht man ja auch keins. Oder sind es tatsächlich Funkcontroller? Kannst du mir gerne mal schreiben. Ja. Okay, und ein PS5-Controller, selbstverständlich, muss auch am Start sein. Dann haben wir 2144, mein japanisches Arcade-Kabinett. Ich lasse das Video einfach mal laufen. Mit PC drinnen, auf dem MAME läuft. Außerdem gerahmte Platinen von Mega Drive, Super Famicom und PC Engine. Meine absoluten Videogame-Lieblinge, 16-Bit halt. Das gerahmte Dreamcast-Trikot bekam ich zu meinem 30. Geburtstag geschenkt. Auch schon wieder 17 Jahre her. WTF, ja. Wem sagst du es? Die Zeit rennt, mein Lieber. Okay, und du hast auch hier rechts dieses Bild, wir gucken es nochmal komplett durch, das Bild von Miyamoto unterschrieben, hat der Herr Consolero auch. Okay, das ist also quasi ein, ja, hier so ein, wie hast du es beschrieben? Ein Arcade-Kabinett, klar, mit PC drinnen, auf dem Mame läuft. Mame, was ist denn Mame? Was ist Mame? Bitte, kläre uns auf, unseren Wissenden. Ein Dreamcast-Trikot. Okay, was... ist das Arsenal London gewesen? Hatten die Dreamcast auf dem Trikot? Das ist ja eine coole Sache, das wusste ich gar nicht. Gibt es denn eigentlich irgendwie ein Fußballtrikot, wo Nintendo drauf stand? Oder sowas? Das wird sich, glaube ich, an meiner Wand auch gut machen da hinten. Ja gut, Platinen, ne, das ist auch eine coole Idee eigentlich. Mit diesen, dass man halt quasi die einzelnen Platinen der Konsolen dann so abbildet. Habe ich auch so noch nicht gesehen, ne? Ich kenne das nur, dass man sonst halt irgendwie die ganze Konsole zerlegt, zeigt oder irgendwie sowas, aber nur die Platine habe ich
bis dato tatsächlich auch noch nicht gesehen. So, dann haben wir das letzte Video, das ist dann 21:45, meine komplette englische Retro-Gamer-Sammlung und jeweils ein japanisches Mega Drive, Super Famicom und PC Engine plus jeweils die Mini-Konsole dazu. Okay, alles auch noch OVP und da ist jede Menge Literatur auch wieder. Wissen wir ja, dass so das Balter. Okay, wie viel ist das denn bitte? Krass, ey. Komm, wir lassen es doch mal laufen. Das will ich doch mal sehen. Ein altes Radio, auch cool. Und da stehen die ganzen Kartons. PC Engine sagt mir auch wirklich nichts. Das ist krass. Console Wars. Heftig. Okay, das ist ja... Also, das war ja mal etwas komplett anderes wie das, was wir bisher hier hatten. Sowas habe ich noch nie gesehen in den ganzen Sammlungen, dass das so explizit japanisch war und dann auch so seltene Sachen noch. Da, Respekt dafür, das ist eine krasse Sammlung auf jeden Fall gewesen. Sehr schön anzusehen. Gut, gehen wir weiter. Als nächstes kommt die gute Riffex. Kenne ich von meinem Discord-Kanal und die hat auch was geschrieben. Sie hat geschrieben, Moin Finchi, seit Januar diesen Jahres sind ich und meine Freundin in dieser Wohnung und somit musste auch ein neuer gemeinsamer Game Room her. Wir sammeln für alles Mögliche, das aber nicht so lange. In einem anderen Zimmer haben wir auch noch eine PS5, Xbox Series X, SNES und eine Wii stehen. Mit anderen Worten, an Konsolen haben wir so ziemlich fast alles Bekannte, bis auf die One von Microsoft. Die PS5 haben wir erst vor kurzem uns zugelegt, deshalb auch erst die Menge. Ja gut, das ist ja normal, ne? Unser Fokus liegt aktuell so ziemlich auf PS3 und PS4. Wir sind gespannt, was du zu unserer Sammlung zu sagen hast. Und ja, Staubgewicht wurde leider erst danach. Ja gut, das ist manchmal so, ne? Okay, würde ich sagen, schauen wir mal in die Bilder rein und gucken uns mal an, hoppla, was ihr da euch für ein Setup aufgebaut habt. Ich finde diese Panels im Hintergrund, das ist das Erste, was mir so ins Auge fällt, weil ich mich eine Zeit lang auch sehr mit diesem ganzen Kram beschäftigt habe. Warte mal, gar nicht so reinklicken, dass das mal weggeht, okay. Ich wollte zuerst auch diese Panels kaufen, aber erstens habe ich hier eine schräge Wand, das heißt, ich müsste das irgendwie absägen, das sähe bestimmt auch nicht schön aus, und zweitens war es mir damals dann doch im Zuge des Hausumbaus und alles, was wir hier sowieso an Geld ausgeben mussten, zu teuer, und ich habe mir einfach diese Schaumstoffdinger gekauft. Und das dritte ist, ich fand damals zu dem Zeitpunkt, als ich geguckt habe, hat sich das Gefühl, jeder zugelegt diese Dinger, und dann habe ich gedacht, okay, komm, mach irgendwann mal was ganz anderes dahin. Aber seitdem habe ich halt hier meins. Aber die finde ich auf jeden Fall optisch sehr cool, gerade in schwarz. Na, das hat irgendwie was. Und davor sehen wir einen PC mit dieser kleinen Tastatur. Schreibt mir gerne mal bitte, wie diese Tastatur, ich zeige die ganze Zeit drauf, wieder mal typisch Finch, diese Tastatur. Ich finde die nämlich mega cool. Da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene vom Design her. Natürlich hier passend zum Mauspad darunter und auch mit dem Hintergrundbild. Ziemlich cool. Auch wenn ich nicht weiß, was es ist. Ich bin ja im Anime- und Manga-Bereich nicht so unterwegs. Aber sieht auf jeden Fall cool aus. Ja, dann hier neben der PC, ne, ein Acer. Ich denke mal, so ein Komplettset oder was. Das wird aber ja für die meisten Sachen wahrscheinlich reichen. Und eine Switch daneben mit einem Controller und Kram. Weiter. So, da sehen wir... Ach, guck mal, da ein Mini-Hogwarts. Das ist ja niedlich. Das Lego Mini-Hogwarts. Das ist cool. Ich habe nämlich mal überlegt, mir das auch noch zuzulegen und noch neben das Große zu stellen. Ich habe ja das Große da oben, ne, wie schon oft erwähnt. Und ich fände das, glaube ich, auch ziemlich niedlich, wenn das noch so daneben stehen würde. Ja, hier sieht man es auch mit der Schränke. Ah, okay, guck mal, da könnte ich mir das ja angucken, wie ihr das da gelöst habt. Kannst du mir bitte auch gerne mal schreiben, meinetwegen auch über Discord, einfach schreiben, wie ihr das gemacht habt. Kann man das gut absägen, diese Panels, oder wie funktioniert das? Oder gibt es die so angeschrägt? Oder? Ja, glaube ich eher nicht. Jo. Okay, cool, cool. Ja, Teppich passt nicht so ganz rein da unten. War das, hatte ich auch eine Zeit lang unten so damals. Aber ist ja im Grunde scheißegal. Okay, cool. Zwei PCs nebeneinander. Großen Tisch zusammengebastelt quasi aus zwei einzelnen Tischen. Sehr schön. Ja, ist doch cool. Doch alles da, was man zu zweit so braucht, ne? Mega. Ich weiß noch, ich erinnere mich da immer an die Zeit, als ich mit meiner Frau damals zusammen WoW gespielt habe, vor 15 Jahren. Als wir auch so nebeneinander gesessen haben. Das war nicht ganz so cool wie das hier, aber es war auf jeden Fall immer cool, nebeneinander zu sitzen und dann da gemeinsam irgendwas zu machen. So, dann nochmal dann das andere Setup. Ne, farblich sieht man direkt, das hier ist, das rechts ist mehr so orange und ein bisschen heller, und das andere ist halt eher so lila und blau angehaucht. Gefällt mir aber beides sehr gut.
So, dann kommen hier die ersten Spiele. Ganz oben sehen wir ein bisschen Star Wars Merch rausgucken, ne, den Helm da rechts. Und links diese Minifiguren von Lego, habe ich auch ein paar Sachen da. Auch coole Teile und ein paar Spiele. Gucken wir uns mal die Spiele an, was wir da so haben. Links sehen wir ein bisschen PSP-Kram. Habe ich tatsächlich 2 Spiele hier für die PSP, obwohl ich gar keine PSP besitze. Weiß gar nicht mal, wo die herkamen damit. Okay, rechts haben wir PlayStation 2. Da sehen wir mit dabei, ja, ne, Naruto. Fällt mir direkt auf, weil ihr anscheinend ja auch Anime-Fans seid. Da hat man ja eben gesehen am Hintergrundbild. God of War, Kingdom Hearts, Jak und Daxter, Devil May Cry, Devil May Cry 2. Ich habe damals Devil May Cry, das erste, habe ich mir, das war voll verrückt, habe ich mir damals ausgeliehen von einem Kumpel und habe das quasi ja, gespielt. Es gab, glaube ich, irgendwie 5 oder 26 Levels und ich war bin bis 3 oder 24 gekommen und dann habe ich ihm das wiedergegeben, weil ich das Spiel so gut fand und wollte es mir selber kaufen. Dann habe ich mir das Spiel gekauft für damals, weiß ich nicht wie viel, 60 Euro auch oder sowas. Oder war es noch D-Mark? Ne, das war auch schon Euro. Und dann habe ich noch ein Level gemacht oder zwei und war durch. Richtig stumpf und habe es danach nicht weitergespielt. Naja, so ist das. Okay. Ja. Und ja, wie du sagst, Staubgewicht wurde erst danach. Ne? Ja, sieht man hier oben drauf. Aber das ist sowieso bei den Höhlen, bei mir ist das auch. Wenn ich jetzt da hinten drüber filmen würde, würde man das direkt sehen. Obwohl hier oben eigentlich nicht viel passiert. Ich sitze ja nicht so häufig hier und trotzdem staubt es direkt immer alles ein. So, weiter. Da haben wir PlayStation 3 und ganz links sehen wir ein paar Atari-Spiele. Geil. Atari ist ja so ein bisschen, ich will mal sagen, meine Katastropheneinsatz mit Junge, was ist das denn? Dieses Cover auch. Alter Schwede, sehr gut. Ja, das Atari ist jetzt, ich will nicht sagen so meine Kindheit, sondern so meine früheste Kindheit, ne? Wo das war mein erster Kontakt mit Videospielen, so richtig, ne? Wo ich bewusst gecheckt habe, okay, das sind Videospiele. Und deswegen habe ich ja da hinten noch immer noch mein Bobby geht nach Hause mit OVP, was ich mir mal gekauft hatte. Ziemlich cool auf jeden Fall. Dann haben wir hier PS3-Spiele. Ja, ne, so, wenn ich mal so grob drüber gucke. Standard-Spiele, die jeder, oder die meisten zumindest so in der Sammlung haben. Mirror's Edge, Uncharted, Dark Souls, Need for Speed Shift, übrigens ein sehr cooles Need for Speed, ein sehr unterschätztes meiner Meinung nach. Assassin's Creed 1 und 2. Ja. Ne, so. Dann haben wir hier rechts gucken ein bisschen PS4 raus, aber dann gehen wir weiter. Das könnte ja sein Alter. Ja, da sieht man es gut. Scheiße, Leute. Guck mal. Ja, das, so ist das, ne? Wenn man dann da gerade so schwarze Hüllen, das sieht. Das Schlimme ist ja bei diesem Staubkram, wenn man von oben drauf, also wenn man selber davor steht und guckt es sich an, fällt es manchmal gar nicht so krass auf. Wenn man dann aber Fotos macht, dann sieht es halt so aus. Top Gun vom Himmel. Durch die Hölle. Was sind das alles für Spiele? Ne? Das ist so. Ich sagte zwar eben so, das war mein erster Kontakt zu Spielen, aber ich kann mich da an fast nichts mehr erinnern. Ne? So an ganz, ganz wenige Sachen vom Atari halt. Ne? Okay, dann haben wir hier, guckt PS4 wieder ein bisschen raus und ein paar Figürchen. Bisschen Nintendo, Game & Watch, PS4. Okay, was ist denn bei den PS4 Sachen dabei? Gucken wir da mal kurz rein. Horizon Zero Dawn, Assassin's Creed Odyssey, Overwatch, Mittelerde, Schatten des Krieges. Ja, im Grunde halt alles auch Sachen, die ja, so Standard sind, Anführungszeichen. Starlink Battle for Atlas hatte ich mir damals extra für die Switch gekauft, weil halt bei der Switch der Arwing dabei war, ne, von Star Fox. Ich weiß gar nicht, ob da bei der PS4 auch irgendwas Besonderes dann dabei ist oder ob das dann nur das Standardspiel ist. Wäre mal interessant zu wissen. Okay, hier ein bisschen Game Boy und Super Nintendo Stuff. Super Star Wars. Was ist das? Das kenne ich auch nicht. The Lost Vikings, ist das Spiel dann nochmal drin oder steht die Hülle einfach nur daneben? Weil ich habe tatsächlich auch die Spiele mittlerweile, wo ich die OVP von habe, die habe ich dann auch in der OVP drin. Weil sonst wäre es einfach zu viel bei mir mittlerweile. Okay, dann haben wir Wii. Wii ist auch so ein Ding, da kann man sich auch, glaube ich, kaputt sammeln. Da gibt es so viele Sachen. Das ist so ein großes Sammelgebiet. Das ist schon heftig. Okay, Mario Party, Donkey Kong Country Return, Super Mario Galaxy, Metroid Prime 3, Corruption, okay, war Metroid Prime 3, kam auf der Wii raus, nicht mehr auf dem Gamecube, okay. Kam dann Teil 2 auf dem Gamecube raus, weil Metroid, ihr wisst es, ist auch nicht so mein Themengebiet.
Dann ein bisschen DS, guckt dann, da hat daraus alles schön ein bisschen hier gemacht mit so ein paar Figürchen mit dabei. Ne? Finde ich auch immer ganz cool, wenn da so zwischendrin so ein, zwei Sachen stehen. Nicht zu viel, aber das passt schon sehr gut hier alles. Okay, da sehen wir nochmal das ganze Regal, beziehungsweise ein großes weiteres Stück. Unten die Switch-Sammlung. Oben ein, ist das ein Mew oder Mewtwo? Kann ich mir nie merken. Hallo. So. Okay, Switch, was haben wir da? Link's Awakening, Immortals Phoenix Rising. Ne, hatte ich ja vor kurzem abgebrochen, hat mir tatsächlich gar nicht gefallen. Life is Strange, Arcadia Bay Collection, Zelda. Hyrule Warriors. Also gehe ich mal davon aus, dass ihr generell das Zelda-Franchise sehr mögt. Ne? Und generell, man sieht ja eigentlich hauptsächlich große Nintendo-Titel. Ne? Das kann man ja direkt schon erkennen, wenn man sich hier unten diese Labels anguckt. Nintendo, mal Capcom dazwischen, ein bisschen hier Square Enix, aber ansonsten fast alles Nintendo-Sachen. Gut, bietet sich natürlich auch an bei der Switch. Ne? Vor allem, wenn man dann Multikonsolero ist, wie jetzt hier auch noch eine Xbox und sowas und dann auch noch PlayStation, dann, klar, macht es auch Sinn, auf der Switch meistens halt Indie-Games oder Nintendo-eigene Sachen zu kaufen. So mache ich das ja auch. Okay, so, Motorrad fahrt ihr anscheinend auch und da sind wir auch durch mit den Bildern. Wunderbar. Ja, schöne kleine entspannte Sammlung. Bisschen verstaubt. Ne? Nochmal drüber wischen, habt ihr ja wahrscheinlich gemacht. Und ansonsten war das doch sehr schön. So, dann gucken wir weiter. Als nächstes kommt der Thorsten S. Er hat geschrieben, hier mal meine kleine Sammlung, die ich über das letzte Jahr aufgebaut habe. Da bin ich gespannt, ne? Über so einen kurzen Zeitraum. Manche eskalieren völlig, manche machen das sehr fokussiert und so. Gucken wir gleich mal. Ich lege sehr viel Wert auf Spiele, die ich selbst als sammelswert erachte. Außerdem verfolge ich den Grundsatz, nur Spiele zu kaufen, die ich selbst gerne spielen würde. Okay, ist im Grunde bei mir ja genauso, ne? Nur, dass es bei mir halt vielleicht ein größeres Interessengebiet ist oder so. Ne? Das ist ja aber, was ich generell immer sage, weil das, was du jetzt geschrieben hast, ich kaufe nur Spiele, die ich grundsätzlich auch spielen würde, das ist bei mir genauso. Denn ich würde jetzt niemals auf die Idee kommen, mir ein Spiel zu kaufen, wo ich genau weiß, okay, das möchtest du gar nicht spielen. Ist klar, es kommt schon mal vor, dass ich mir ein Spiel kaufe, wo manche im ersten Moment denken, hä, wie zum Beispiel irgendein Horror-Game, wo dann viele sagen, hey, der mag doch gar keine Horror-Games. Ja, aber dann habe ich das trotzdem gekauft, weil ich da irgendwie Interesse dran habe und es mir doch mal angucken möchte. Und deswegen kann bei solchen Aussagen jetzt mit dieser Sammlung, die jetzt kommt, alles passieren. Ne? Weil das heißt jetzt ja nicht, dass es teure Spiele sein müssen. Es müssen keine seltenen Sachen sein, ne? Oder keine speziell einzelne Themengebiete, wie beim Christian eben mit den ganzen japanischen Sachen. Hier kann alles passieren, weil ja, wir wissen ja nicht, was er gerne spielt und dementsprechend könnte jetzt alles kommen. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Komm, wir gucken direkt mal rein. Und hier sehen wir, okay, da hast du was markiert. Hast du jetzt nichts zugeschrieben? Bin ich an dem richtigen Ordner? So, bin im richtigen Ordner. Denke mal, dass du da, vielleicht kommt hier danach noch, ah, okay, guck mal, da hast du die Regale angebracht. Okay, ja, das, dann gucken wir direkt mal hier, was da so kommt. Hier, wo fange ich denn jetzt am besten an? Gut, okay, grundsätzlich, um mal darauf einzugehen, so habe ich meine Wand damals hier geplant. Die Wand hier hinter meinem Rechner. Ich habe überlegt, ey, wie mache ich das mit den Farben? Im Nachhinein hätte ich einfach alles komplett schwarz machen sollen. Aber ich habe ja so einen roten Streifen in der Mitte, mehr oder weniger. Und habe mir das vorher überlegt, mache ich das kariert? Mache ich das mit dem Streifen? Und ich habe mir dann auch ein Foto gemacht und habe am Handy, dann, wie du jetzt hier das gemacht hast, einfach so ja, die Farbe an die Wand gemalt, um zu gucken, wie es halt aussieht. Ne? Und deswegen finde ich das ganz cool, wie du das da so, dass du es mitgeschickt hast, vor allen Dingen auch. Vielleicht war das nicht beabsichtigt, dass du es mitschickst, aber okay. Gut, übrigens, die Regale an sich finde ich ziemlich cool. Vor allen Dingen, wenn man, für mich wäre es jetzt vielleicht auch interessant, wenn ich irgendwann da mal keinen Platz mehr an der Wand hätte, was natürlich noch ewig dauern wird. Aber dann könnte man diese Sachen tatsächlich hier drüber machen und man hätte coole Wandregale für die Spiele. Ja, okay. Werde ich mir mal im Hinterkopf behalten, sowas. So, dann weiter rüber. Was ich immer sehr schwierig finde, was du aber sehr sauber hinbekommen hast, so auf den ersten Blick, dass die, das sieht man hier auch nochmal ganz gut, dass die wirklich relativ exakt hängen. Ne? Das ist immer nicht so einfach, dass man die wirklich auf dieselbe Höhe bekommt. Man sieht vielleicht ein kleines bisschen, dass das ein bisschen Höhenunterschied hat. Kann aber auch jetzt an der Perspektive und am Schatten liegen. Hey, wobei, das sieht schon fast ziemlich gleich aus. Ne? Hier unten auch. Aber das finde ich immer extrem schwer, sowas. Deswegen
ordne ich Sachen, wenn ich sie an die Wand hänge, ultra ungern parallel und exakt auf gleicher Höhe an. Ich mache dann meistens absichtlich das irgendwie versetzt, damit das dann nicht auffällt. Ne? Dann mache ich lieber absichtlich so eine Stufe rein oder so, anstatt es zu verkacken. Aber das hier sieht sehr, sehr sauber aus. Okay. Gut, da mein Fernseher. Rechts sehen wir zwei Konsolen, eine PlayStation 3 und eine PlayStation 5. Oben ist eine Switch. Darunter eine coole kleine Kommode mit einer kleinen Vitrine drin. Und oben drüber sehen wir ein paar Spiele. Ich gehe jetzt noch davon aus, dass das dann tatsächlich alles ist, weil du sagst ja selber, du sammelst seit einem Jahr und sammelst alles das, was dich interessiert und was du auch gerne selber spielen möchtest. Dafür sieht das doch eigentlich sehr brauchbar aus da oben. Ne? Aber auch, man sieht sofort, finde ich immer, wenn ich die obere Reihe mir angucke, dass jemand da jetzt ist, der grundsätzlich bei Spielen sehr breit gefächert interessiert ist. Weil, kann mich auch irren, ne? Aber meiner Meinung nach, okay, The Witcher, klar, ist ein gutes Spiel, großartiges Ding, sieht man hier rechts. Dann haben wir hier Sifu, was natürlich auch irgendwo ein Action-Game ist, aber halt was ganz anderes wie The Witcher. Witcher ist ein Rollenspiel, Sifu ist ja so ein, dieses, ich sag mal, so ein Prügler, der immer wieder von vorne startet und so. Und daneben sehen wir The Ascent, ein Twin-Stick-Shooter. Ne? Also komplett verschiedene Sachen. Und wenn man dann drunter guckt, ich denke mal, das wird uns da bestätigt werden. Wir sehen hier Road 96, ein Indie-Game, ein Story-lastiges, Hogwarts Legacy, Ghost of Tsushima, Dying Light, Ni no Kuni, Red Dead Redemption 2, It Takes Two, Watch Dogs Legion, ne? Also Final Fantasy, The Last of Us. Und hier sehen wir Minecraft. Das andere könnt ihr leider gerade noch nicht erkennen. Vielleicht kommt das gleich noch. Es sitzt Link daneben. Also, im Grunde, das, was ich eben am Anfang sagte, hier kann alles passieren. Hier ist komplett breit gefächert. Ne? Und das, was denjenigen interessiert, wird gesammelt. So, gucken wir mal weiter. Hier sehen wir es vielleicht ein bisschen besser. Hier sind noch alle Regale jetzt drin. Dann würde ich aber sagen, bevor wir das jetzt hier einzeln gucken, gehen wir direkt mal zum Bild, wo wir alles sehen. Okay, da ist es jetzt fertig aufgebaut. Und das sieht sehr, sehr sauber und cool aus. Und was schön ist, von deinem Platzmanagement, du hast jetzt halt wirklich noch die Möglichkeit, überall weiterzumachen. Ne? Das Einzige, was natürlich immer schwierig ist, die Kabel zu verstecken, wenn man das auch so ein Regal stellt. Das hatten wir schon ein paar Mal jetzt gesehen hier in den Videos. Aber was willst du machen? Ich meine, du könntest einen weißen Kabelkanal da legen, so runter, der dann nicht so krass auffällt. Aber wir sehen ja anhand der Fotos, dass du es gerade erst aufgebaut hast in dem Moment und deswegen ist das ja absolut in Ordnung, dass das also runterbaumelt noch. Aber noch so, falls du es noch nicht verändert hast, ne, als Idee vielleicht, mach da so einen weißen Kabelkanal einfach runter, dann fällt das nicht so krass auf. Ja, gucken wir nochmal eben durch die Spiele. Weil ich hatte es ja eben schon gesagt, Road 96, da sehen wir hier, glaube ich, Death Stranding, Far Cry 6, Inscription ist auch ein Indie-Game, ein Kartenspiel-Game, gemischt mit ein bisschen Horror. Ne, ist auch ein cooles Teil auf jeden Fall. Dann haben wir den Powerwash Simulator. Guckt euch meine Sammlung an. Seht ihr das, was er auch hier hat und andersrum. Also sowas mag ich immer sehr gerne, wenn Leute so breit gefächert sammeln und so wirklich sich alles Mögliche angucken. Sehr, sehr cool. Dann haben wir oben den Spider-Man 2 Controller, der übrigens sehr cool ist. Ich mag diese Optik davon. Ich selber habe ja zwei normale Controller, also einen weißen und einen roten. Und dann habe ich noch diesen Ragnarök-Controller, damals vom guten Florian von Game Confect abgekauft. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und das Design hier mag ich auch sehr, sehr gerne von dem Spider-Man 2-Controller. Ich war damals nur leider nicht zu spät, aber ich habe damals gedacht, ach komm, brauchst du nicht so, ne? Aber jetzt im Nachhinein, ich hätte ihn doch schon ganz gerne, ne? Weil der wirklich, wirklich fett aussieht, finde ich. Mit diesen weißen Knöpfen dann da rechts und dann der weißen Spinne da in der Mitte. So, irgendwie hat das was, das Design. Gefällt mir sehr gut. Jawohl, dann sind wir bei dir hier auch durch. War ja, wie du selber geschrieben hast, ne, sammelst seit einem Jahr, kleine Sammlung. Aber hast du schön in Szene gesetzt. Das ist die Frage, die du gerne mit den Kommentaren beantworten kannst. Ist das, wohnst du alleine? Wohnst du mit Frau oder so zusammen? Und weil wenn ja, ist das deine Ecke, die du machen darfst, wie du willst? Weil es kommt ja immer darauf an, ne? Ganz oft ist es auch so, Leute wollen in ihrem Wohnzimmer nicht so viel Sachen haben. Und wenn man keinen extra Game Room hat, was ja ein absoluter Luxus ist, so einen extra Raum zu haben dafür, dann, klar, muss man so ein bisschen gucken, wie man das macht. Und ich finde, das ist dann eine sehr schöne Lösung, um es in einem Wohnzimmer nicht zu krass auffällig zu machen, aber doch seine Ecke zu haben, wo man so ein bisschen was präsentieren kann. Kannst mir gerne mal in die Kommentare schreiben, würde mich wirklich interessieren. Jawohl, das
soll es dann für heute gewesen sein, weil die nächsten, die jetzt kommen, das sind wieder ein paar mehr Bilder drin. Wenn ich das jetzt heute noch mit reinnehme, dann wird es wieder zu viel. Haben wir heute 3 Sammlungen gemacht, aber dafür ziemlich, ziemlich coole Sachen und ziemlich verschiedene Sachen wieder. Ne? Das ist ja wirklich das Interessante an dieser Reihe hier, dass wir immer komplett unterschiedliche Sammlungen uns ansehen. Ne? Allein in einer Folge, das haben wir 3 Sammlungen gesehen und sie waren alle 3 völlig unterschiedlich. Ne? Ganz anderer Ansatz bei den ganzen Leuten. Beim Christian dieses japanische, bei Riffex mit diesem Doppel-Setup und so extra auch einen Raum eingerichtet und beim Thorsten am Ende das Teil über dem Fernseher. Geil, das mag ich an dieser Reihe so gerne, dass wirklich so viele unterschiedliche Sachen dabei sind und dementsprechend auch unterschiedliche Leute dahinter stecken. Deswegen freue ich mich aufs nächste Mal. Wir haben noch einiges vor uns, ihr wisst es, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. Schickt mir aber bitte erstmal keine neuen Sachen mehr. Deswegen vielen Dank schon mal für alle, die bisher mitgemacht haben und die Sachen, die dann noch kommen. Ich bin mega gespannt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin raus. Tschüss.